Ich habe 10 Tage in Nintendox gelebt und es ist komplett ausgeartet. Yeah! Und alles fing genau hier an, bei Tag 1. Es ist Tag 1. Es ist soweit. Endlich ein Hund. Okay, klopfen. Hallo. Auch mal reinlassen, oder? Okay, jetzt sind wir drin. Wir sind drin. Hier warten stets viele Hündchen mit ganz eigener Persönlichkeit auf dich. Fun Fact, weiblicher Hund heißt Bitch auf Englisch. Ist wirklich so? Versuch den Hund zu finden, der am besten zu dir passt. Wir haben erst 1000 Euro. Die pisse ich! Die pisse ich raus, du Geringverdiener! Ciao! Ja, wir können ein Foto machen. Was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben Labradore. Boah, von jeder Farbe ein Star, Alter. Wir haben Zwergpinscher. Boah, nee, die sind irgendwie... Die sehen aus wie Rentiere, Rentiere oder wie das heißt. Digga, sehe ich aus wie der Weihnachtsmann? Zwergpudel? Gibt mir so ein bisschen leichte Oma-Vibes. Omas haben, wie heißen die nochmal? Zwergpudel. Zwergschnauzer? Oh mein Gott, okay, das ist straight up ein Grandpa. Das ist ein Opa-Hund. Der ist gerade ein Welpe und sieht schon aus wie ein Opa. Aber irgendwie süß. So ein Opa-Hund. Hä? Ursprünglich aus Deutschland. Damn, er ist sogar German. Dieses entspannte Männchen ist sehr ruhig. Man schließt es sehr schnell ins Herz. Ja, ich habe es jetzt schon ins Herz geschlossen. Ich könnte jetzt schon nicht mehr ohne ihn leben. Möchte diesen Hund lieber als alles andere auf der Welt. Boah, ich habe einen Kumpel von mir, der macht immer richtig Welle, wenn man jemanden als Hund beleidigt. Der ist nur so, oh mein Gott, du kannst mich als Hurensohn beleidigen, aber nicht als Hund. Ich liebe Hunde, das geht zu weit. Ich denke mir so, halt die Fresse, du Hund. Da ist er. Oh mein Gott. Wie nennen wir ihn? Klöff. Einfach nur Klöff. Wie Kläffen. Klöff. Dein Hündchen ist nun bei dir zu Hause. Er scheint ein wenig nervös zu sein. Oh, ist da vielleicht eine Hundedame draußen, die er beeindrucken will? Keine Sorge, ich spiele Wingman. Klöff. Klöff ist so ein dummer Name. Verbringe etwas Zeit mit Klöff, damit er sich etwas behaglicher fühlt. Was geht ab, du Opa? Oh, vielleicht sein Hals so ein bisschen. Ja, yeah! Okay, Klöff mag uns. Kann ich ihn schon zum Sitzen bringen? Nein, Klöff, Klöff, komm zurück, Klöff, Klöff. Hä, hat er mich gehört? Klöff, Klöff. Digga, er zittert einfach, wenn ich seinen Namen rufe. Er scheint sich etwas beruhigt zu haben. Das halte ich mit Caps, so wie er gerade eben gezuckt hat, als ich seinen Namen gerufen habe. Sicher ist dir schon dein Name für dein Hündchen eingefallen. Actually, ja. Eigentlich war es erst ein Joke, aber jetzt heißt er wirklich Cliff. Gut, denn nun soll dein Hund einen Namen erhalten, indem du ihn laut aussprichst. Das mache ich schon die ganze Bello. Zeit. Waldi. Betty. Digga, die klingt irgendwie ein bisschen dumm. Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert überhaupt. Mal gucken. Cliff! Nochmal, aber normaler. Cliff! Was ist mit dem Mikro los? Klöff! 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 What the fuck? Es hat einfach jetzt gar nicht angenommen. Klöff! Was ist mit diesem Mikro los? Hey, was geht, Diddy aus dem Off hier? Das ging ungefähr weitere 3 Stunden so, aber irgendwann passierte dann das hier. Klöff! Ey! Es hat irgendwie geklappt! Ich bin so stolz auf diesen Namen. Klöff, hör mir gut zu. Okay. Hör mir gut zu. Hör mir gut. Junge, Klöff, lass mich doch mal ausreden! Dies ist ein guter Zeitpunkt, deinem Hund das Kommando Sitz beizubringen. Oh nein! Sit! Eine Ewigkeit später. Sitz! Ein Feini! Ein Feini! Ja, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Nach 40 Minuten Klöff und Asiento und Sitz. Danach gab ich dem guten Klöff noch etwas zu essen. Hier, eat up, my friend. Oh. Ging in den Park, um neue Freunde zu finden und... Klöff hat endlich Freunde! Oh! Oha! Du Hundesohn! Nein, Klöff ist alleine gelassen worden, nachdem er komplett dominiert wurde. Nach der ernüchternden Erfahrung im Park sind wir nochmal ein bisschen einkaufen gegangen, haben uns ein paar Immobilien angeguckt. Boah, wir können auf Tatami sparen, ne? Wir sparen einfach mal auf Tatami, wir sparen einfach mal auf Tatami. Ich brauchte also 5000 Euro und da ich keinen OnlyFans-Account besaß, musste ich mir das Geld mit dem Disc-Wettbewerb erarbeiten. Klöff, Mann, was machst du? Was ist denn mit Klöff los? Okay, Klöff hat verkackt, aber in Gehorsamkeitstest ist er bestimmt besser. Sitz! Sitz! Er zeigt mir seinen Arsch. Okay, Klöff hat noch einiges an Training zu absolvieren und damit ging Tag 1 erstmal zu Ende. Es ist Tag 2. Klöff! Oh mein Gott, er hört mich immer noch. Das ist so süß. Klöff! Oh, er ist so süß. Oh mein Gott, ich liebe Klöff. Ich habe Klöff so ins Herz geschlossen, jetzt schon. Und es ist gerade erst Tag 2. Oh, warum macht er so viele Tricks? Oh mein Gott, da war schon wieder dieser. Da war schon wieder dieser. Was ist das? Bro, hast du Flö oder so? Oh mein Gott, Jesus Christ. Klöff, wo warst du? Du bist komplett schmutzig. Was soll die Scheiße? Am Verhungern, am Verdursten. Tag 2 und mein Hund ist schon am Sterben. Also gab ich dem Bruder erstmal zu futtern. So wie ich gerade im Off, ich esse gerade Nüsse.
Pete, my boy, eat it up very nicely. Ah, da war schon wieder dieser Flo. Aus Sorge, dass das Jugendamt für Tiere kommt, habe ich mich dazu entschieden, Klöfter noch endlich mal zu waschen. Du bist clean, mein Freund, du bist clean. Ich hoffe, der Flo ist aus deinem scheiß Körper. Oder vielleicht war es ein Parasit wie bei Resident Evil 4 Remake. Danach war der Spaß aber so ziemlich vorbei. Ich versuchte nämlich, Klöffer einen neuen Trick beizubringen und naja, seht selbst. Hand! Ich versuchte danach unironisch für 40 Minuten ihm diesen Scheiß-Trick beizubringen und am Ende war ich einfach gebrochen. Hand! Ja, scheiß drauf, Digga. An diesem Punkt wollte ich wirklich das Projekt abbrechen, weil es einfach halt nicht funktioniert mit so einem Wack-Ass-Mikro, bis mir ein Held zur Hilfe eilte. Yo. Es ist immer noch Tag 2, aber etwas später abends. Das Mikroproblem hat mich ein bisschen abgefuckt, aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Wir nutzen die weiße Schallplatte zur Demonstration. Pass auf, ich nehme jetzt etwas mit der weißen Schallplatte auf und danach könnt ihr hören, wie viel besser die Mikroqualität jetzt ist. Sitz, Platz, Klöff, fick deine Mutter. Okay, hear me out. Es klingt noch nicht perfekt, aber es klingt viel besser als die Dämonenscheiße, die vorher dabei rauskam, okay? Zu danken für diese Info haben wir tatsächlich Ulti. Der Bruder hat mir nämlich einen goldenen Tipp gegeben, und zwar dieser. Hört mal hin. Für das Problem gibt es so einen easy fix. Und zwar musst du als erstes Pedobär einfach deine Freundin überlassen und dann all deine Kanäle löschen. Dann soll's gehen. Digga, Ulti, was ist eigentlich dein scheiß Problem? Nein, Spaß, er hat mir tatsächlich einen Tipp gegeben und jetzt funktioniert es auf jeden Fall viel besser. Danke an dich, Ulti. Mit zurückgewonnener Motivation gingen Clef und ich direkt erstmal in den Parkour-Wettbewerb. Stark, Clef, Junge, mein Mann! Einen Fehler können wir uns, glaube ich, erlauben. Los, Clef, rein, trau dich. Oh mein Gott, Digga. Ah, du schaffst das. Sehr gut, Clef, ich bin stolz. Ja, Clef, ich bin so stolz auf dich, komm. Ja! Das könnte actually reichen für die Anfängerklasse. Wir sind Platz 2! Hä? Wisst ihr was? Ich bin voll zufrieden. Clef, hör auf, den Pokal kaputt zu machen. Was sagst du dazu, Archie? Beim nächsten Mal heißt es für Clef offene Klasse. Wir sind sogar schon an der Anfängerklasse vorbei. Wild, ein sehr erfolgreicher zweiter Tag. Endlich funktioniert alles so, wie es soll. Und damit ging Tag 2 dann auch zu Ende. Tag 3 von Nintendox. Oh mein Gott, Clef, warst du nicht mal irgendwie... heller und sauberer? Was ist passiert? Digga, er ist voll schwarz. War er schon immer so schwarz? Er ist so dreckig und schwarz. Warum klingt das so rassistisch? Du Bastard. Okay, Clef, du gehst jetzt direkt erstmal baden, Alter. Du stinkst. Das ist alles, du stinkst. Oh mein Gott, die Wolken sind auch so dunkel. Und so machte ich Clef endlich sauber. Also richtig, richtig sauber. Yeah. Alter, er glänzt noch mehr als vorher. So sehe ich das doch gerne. Brachte ihm endlich einen neuen Trick bei. Gib Pfote. Alter, First Try. Er hat nur 3 Anläufe gebraucht. Krass, Alter, der Ulti-Trip. Trip. Dann brachte ich ihm noch Springen bei. Und auch diesen Trick mit einem fragwürdigen Namen. Fuck me. Alter, er hat... Alter, warum hat er das so schnell gelernt? Jetzt war er endlich wieder bereit für den Gehorsamkeitstest. Ab in die offene Klasse. Heute werden wir es schaffen. Beim letzten Mal haben wir verkackt, aber jetzt kommen wir endlich in die offene Klasse. Er wirkt etwas nervös. Was laberst du? Clef wirkt doch nicht nervös. Archie, was ist los mit dir? Er zeigt uns seinen Arsch. Das ist ein Zeichen von Dominanz. Bestimmt. Let's go. Clef, wir schaffen das. Gib Pfote. Platz. Fein. Oh mein Gott, das ging ja schneller als der Schall. Sitz. Gib Pfote. Platz. Hä? Der hat doch Platz gemacht! Der hat Platz gemacht! Und obwohl wir unironisch vom Schiri verarscht wurden... Alter, fast eine glatte 10 hat der Recht uns gegeben. Let's go! Haben wir es doch geschafft. Endlich! Das ist das erste Mal, dass wir Platz 1 gewonnen sind bei Tag 1. 100 Euro nur? Wie soll ich jemals meine Tatami Western Style Wohnung kaufen? Als nächstes geht's in die offene Klasse. Und mit diesem Sieg ging Tag 3 zu Ende. Es ist Tag 4. Und heute ist Papa Diddy am Start, denn ich wollte dir mal zeigen, wie mein Hündchen aussieht. Clef! Clef! Clef ist ein bisschen sauer. Siehste, der zeigt dir, was er von dir denkt. Ich glaube, um Clef etwas zu besänftigen, haben wir ihn erstmal gebadet. Aber schon süß, oder? Ja. Danach wollte ich meinem Dad mal zeigen, was ich Clef schon für coole Tricks beigebracht habe. Das lief allerdings eher nur semi-gut. Sitz. Ich sehe es, ja. Sitz. Sitz, und dann stellt er sich erstmal hin. Ja, ich schwöre, der kann das sonst. Warte. Sitz. Ach, soll ich mal probieren? Ja. Clef. Sitz. Sitz. Setz dich hin, Mann!
Ja, nach der Blamage entschied ich mich dazu, mit meinem Dad und Clive zusammen in den Park spazieren zu gehen. Guck mal, normalerweise könntest du den Hund einfach ganz normal so nach vorne treiben, ja, indem du einfach so machst, ne? Aber Ulti hat mir gezeigt, dass man mit Gewalt den nach vorne ziehen muss. Und jetzt wurde es Zeit für den Disc-Wettbewerb mit Clive zu trainieren, da er den noch nie geschafft hat. Jetzt kommen alle drei, so eine Scheiße. Egal, Clive muss sich jetzt behaupten. Go! Lauf, Clive! Los, Clive! Oh, hast gesehen? Aber Fido ist viel schneller. Clive hat schon aufgegeben. Guck mal, sogar der kleine Fido hat's hinbekommen. Wie süß. Wenn drei springen, wird's unter Garantie nicht der Clive. Los, Clive! Jetzt! Der kann es nicht! Hunger und Durst ist normal, er ist einfach scheiße. Der arme Clurfy. Ja, ja, kann ich auch nichts für. Komm, jetzt ist einer weniger. Jetzt springen nur noch zwei. Clef hat aufgegeben. Clef hat sich heute wirklich schlecht angestellt und ich hoffte trotzdem auf ein Wunder. Und deswegen nahmen wir trotzdem beim Disc-Wettbewerb teil. 12 Sekunden später. Mit einem Ergebnis von 0 Punkten, ne? Nicht schlecht. Zum Abschluss als Trost entschied ich mich dazu, Clef die Gelehrtenbrille zu geben, die wir auf dem Spaziergang gefunden haben. Alter! Das passt noch mehr dazu. Er sieht aus wie ein richtiger Opa, Alter. Und damit ging Tag 4 dann auch zu Ende. Es ist Tag 5. Fast Halbzeit. Digga, diese Brille ist so süß und auch irgendwie so hässlich. Fast so wie meine Frisur heute. Nach der gestrigen Blamage musste ich mir und Clef beweisen, dass wir was drauf haben. Deswegen gingen wir zum Trainieren direkt zum Parkourkurs spazieren. Auf dem Weg dorthin hat sich Clef noch schnell mit einem anderen Hund gebeult. Oh mein Gott, Clef, nein! Nicht ernst zwischen den beiden. Clef hat den Kampf selbstverständlich verloren. Und dann kamen wir auch endlich an. Okay, Clef, let's go! Das ist auch das Schwerere, ne? Stark, Clef! Am meisten Probleme hatte er mit der Brücke. Nein, auch Clef. Okay, das müssen wir jetzt trainieren, sonst kriegt ihr das nie hin. Am Anfang gab es wirklich starke Startschwierigkeiten. Komm on, jetzt! Oh mein Gott, der Gast dauert schon wieder so lange, ne? Aber nach 30 Minuten intensiven Training sah das dann so aus. Jawohl. Guck mal, er läuft da drüber wie eine Eins. Jetzt wurde es Zeit, das Können auf die Probe zu stellen. Okay, Clef, wir haben das trainiert. Du schaffst das. Let's go, it's Showtime. Das haben wir trainiert, Clef. Clef. Schön! Er kommt nur noch nicht so ganz über die Doppelten. Das habe ich nicht so richtig mit ihm trainiert. Oh, what a jump! Yes! Vielleicht kommen wir in die Expertenklasse. Und ja, wir wurden tatsächlich Zweiter und sind damit in die Expertenklasse aufgestiegen. Bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Und als wir danach bei Disc-Wettbewerb wieder mal 0 Punkte geholt haben, entschied ich mich für eine Sache. Scheiß doch drauf. Ich will nie wieder Disc-Wettbewerb machen. Das war das letzte Mal, dass ihr Disc-Wettbewerb sehen werdet. Fick dich, Disc-Wettbewerb. Es ist Tag 6. Aufgrund des gestrigen Erfolges entschied ich mich dazu, an diesem Tag die Expertenklasse nach Hause zu holen. Auf dem Weg zum Parkourkurs fand Clef allerdings das hier. Eine Saftflasche? Meine leere Saftflasche. Sie hat absolut keinen Wert. Krass, Digga. Die Beschreibung wurde mir früher auch immer zugeteilt. Dann trafen wir noch auf einen Hund und ich hoffte wirklich, dass Clef endlich mal einen Freund finden würde. Die hassen sich nicht mal, die kämpfen nicht mal gegeneinander. Sie scheinen sich nicht sehr zu mögen. Clef hat einfach bald keine Freunde mehr. He just like me for real, for real. Daraufhin habe ich zum ersten Mal den Schnäppchenladen draußen ausgecheckt. Oh mein Gott, ein Zugseil. Hä, wie cool ist das denn? Ich kaufe zwei, Alter. So billig auch. Leichtes, aber stabiles Seil. Ideal für Hunde, die gerne Tau ziehen. Hä, voll geil. Das müssen wir gleich auf jeden Fall ausprobieren. Doch, wie sagt man so schön? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und so trainierten wir für den Expertenkurs. Oh, perfekt. Wir können jetzt auch endlich das hier mal trainieren. Guck, das kann er nämlich echt nicht gut. Warum auch immer. Er springt da immer so komisch gegen. Ja, hä, was für Fehler, das war gut. Nein, das war nicht gut. Aber nach geschlagenen 20 Minuten hatte er auch endlich die doppelten Hürden drauf. Warum kann er das so schlecht? Stark, aber er wird besser. Als sich direkt die nächste große Hürde aufgestellt hat. Okay, das neue Hindernis ist also so ein Ding. Das schaffst du, Clef. Yeah, oh mein Gott, first try. Er ist ein Naturtalent. Sehr langsam, aber... Oh mein Gott, Digga. Haben wir es zumindest geschafft? Fehler? Warum? Das hat richtig lange gebraucht, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was zum Teufel ich da wirklich machen muss. Okay, also jetzt muss es geklappt haben eigentlich. Nope. Hä? Ich verstehe das nicht. Und am Ende war es einfach nur Übung und deswegen sah es dann nach 40 Minuten so aus. Das muss geklappt haben. Ja, okay. Dann habe ich ihn noch sexy gemacht und es ging endlich los. Um in die Meisterklasse zu kommen, es gibt auch noch die Meisterklasse. Und man darf nicht mal über 5 Fehlpunkte bekommen. Das heißt, wir dürfen nur einmal verkacken und müssen es unter einer Minute schaffen. Clef, wir schaffen das, mein Sohn. Heute ist mein Tag. Okay, Clef, wir schaffen das. Schön, Clef. Er hat nicht verkackt beim Doppeln. Gut, dass wir es trainiert haben. Jetzt kommt das Problematische. Clef, nein. Ich glaube, Clef hat verkackt, weil er stehen geblieben ist. Kann das sein? Nein, doch nicht. Und ja, tatsächlich wurde Clef...
Wir sind Erster! Klöff, als Next heißt du nicht Meisterklasse. Das ist sogar wirklich die letzte. Es war nicht die letzte. Als Belohnung spielte ich noch ein wenig mit dem Seaseil mit ihm. Oh, 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 guck mal, Klöff ist sogar hyped. Oh, scheiße. Und damit ging Tag 6 sehr erfolgreich zu Ende. Tag 7. Hallo Klöff. Als erstes spazierten wir ein Ründchen, und zwar zum Parkour-Training. Und mittlerweile hat Klöff diese eine Hürde richtig gut drauf. Wow, what the fuck? Alter, was war das denn? Klöff hat gerade Speedrun gemacht. Wir sind sowas von ready, guckt euch das an. Er ist ein G, er ist ein Top-G, Digga. Und als wäre das nicht genug, hat Klöff endlich das Kriegsbeil mit Fido begraben können. Hunde sind so süß. Und damit hat er seinen ersten Kumpel gefunden. Klöff fühlt sich nach dem Spiel mit Fido großartig. Das ist so süß. Und dann ging es direkt in die Meisterklasse, wo ich etwas herausfand. Hä, sind wir nicht in der Meisterschaft? Ach warte, nach Meisterklasse kommt Meisterschaft. Es geht noch weiter. Okay, Klöff, dann müssen wir jetzt erstmal wohl die Meisterklasse schaffen, bevor wir in die Weltmeisterschaft kommen. Klöff hat sich wirklich verdammt gut geschlagen und dennoch... Naja, egal. Zweiter reicht, um in die Meisterschaft nur umzukommen. Wir mussten also wirklich noch was trainieren. Zweiter ist nicht schlecht, aber um Weltmeister zu werden, müssen wir gegen noch bessere Hunde Erster werden. Also trotzdem gut gemacht, Cliff. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Oh yeah. Cliff bekommt einen Freund. Es gibt viele schöne Hunde. Shiba Inu, Labrador. Aber dann gibt es da Zwergpudel, a.k.a. die Oma. Das ist die Oma, natürlich mit grauen bzw. weißen Haaren. Das sieht wirklich aus wie eine Oma. Und sehr süß. Ein heiteres Weibchen. Hell yeah. Bring ihn nur nach Hause. Alter, Cliff, komm schon. Jesus Christ, Cliff ist hier komplett am... Ich glaube, Cliff ist horny. Du sollst nämlich mit deinem Hund spielen, bevor er einen Spaziergang macht oder an Wettbewerben teilnimmt. Genau. Und das werden wir morgen machen. Es ist Tag 8. Klöff! Und ich hab da auch gar keinen Namen für dich. Ich wollte mich sofort ein wenig um die Omi kümmern, aber... Oh, die Omi ist so süß, aber Klöff lässt sie einfach nicht zu mir. Klöff, hast du zumindest genug Vertrauen mittlerweile zu mir aufgebaut, dass du battlen kannst? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh mein Gott! Klöff liebt mich ja wirklich! Für die, die es nicht wissen, wenn ein Nintendox seinen Hund battelt, dann hat er dich wirklich fucking lieb. Und danach wurde es Zeit, der Omi einen Namen zu geben. Sicher ist dir schon ein Name für den Hund eingefallen, oder? Nope. Omi ist zu... lame. Ich kann sie nicht einfach Omi nennen. Klöff! Und... Edeltrud. Hell yeah. Edeltrud. Das ist so ein dummer Name. Tatsächlich hat sie diesen Namen verstanden, doch dann gab es ein Problem. Wow, er ist sogar zu lang. Edeltrud. 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 Der Name dieses Hundes lautet nun Edeltrud. Danach machte ich mich weiter mit Edeltrud ein bisschen vertraut. No, oh mein Gott. Die sieht schon krass süß aus. Oh mein Gott. Wen findet ihr süßer? Klöff oder Edeltrud? Danach brachte ich ihr ein paar Tricks bei und danach nahmen wir direkt am Gehorsamkeitstest teil. Let's go, Edeltrud. Platz. 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 Gib Pfote. Hammer, Edeltrud. Wirklich. Der Wahnsinn, Junge. Das hast du aber richtig gut gemacht. Gut, das lief eher passabel. Also ging ich danach erstmal ein bisschen mit Edeltrud spazieren. Dann gab ich den beiden Dogs Taschentücher, damit sie damit spielen können. Junge, Klöff, Alter. Warum ist Klöff so ein Schisser? Klöff hat sich eingeschissen. Und danach wurde es Zeit, einen Schlachtplan aufzustellen. Wir haben Tag 8. Und Parkourmeisterschaft ist nicht zu unterschätzen. Wir sind beim letzten Mal bei der Experten- oder Meisterklasse, war es, glaube ich, nur Zweiter geworden mit Klöff. Wir werden die letzten zwei Tage dieses Projekts dem widmen, der Meisterschaft wegen zu trainieren. Und dann an Tag 10 herausfinden, ob Klöff die Meisterschaft gewinnen kann. In dem Sinne gingen wir eine Runde trainieren und damit ging Tag 8 dann auch zu Ende. Ist das denn die Möglichkeit? Es ist Tag 9, der vorletzte Tag. Natürlich startete der Tag mit einem Spaziergang zum Parkourkurs und dort legten wir echt eine ordentliche Trainingssession ein. Er hat bis jetzt noch nicht einen einzigen Fehler gemacht, um das festzuhalten. Ich bin seit, keine Ahnung, 10 Minuten oder so mit ihm in der Trainingshalle. Er ist so bereit, Alter. Dann hat Klöff sogar noch einen neuen Freund gemacht. Dann entdeckte ich den geheimen Shop und bin mit Edeltrud dort einkaufen gegangen. Oh, da fängst du an. Trockenfleisch, was ist das denn? Dieses zähe, getrocknete Fleisch ergibt einen köstlichen Snack. Oh, voll geil. Ich kaufte also unironisch 99 von den Teilen, was aber okay war, weil es Klöffs neuer Lieblingssnack wurde. Danach ging ich nochmal in den Gehorsamkeitstest mit Edeltrud und wegen Nervosität hat sie wieder verkackt. Naja, Edeltrud, mach dir nichts draus. Ich war auch damals nervös, als ich zusammengeschlagen wurde. Guter Vergleich denn. Nun stehen wir am Ende von Tag 9 und es stellt sich nur noch eine Frage. Wird Klöff die Meisterschaft gewinnen und damit der beste Hund der Welt werden? Finden wir es morgen heraus! Es ist der letzte Tag. Erst ging ich mit Edeltrud wieder in den Geheimshop. So. Oh! Kaufte dort tatsächlich ein Piano. Und Edeltrud, was wirst du so machen, wenn ich morgen nicht mehr da sein werde? Ich werde trotzdem noch ab und an nach den Hunden schauen, auch wenn das Projekt fürs Erste vorbei ist. Und Klöff,
Wir haben hart zusammen trainiert. Zeit, allen zu beweisen, dass du der beste Hund aller Zeiten bist. Ich spielte Clöff noch einen siegreichen Pianosong vor. Und dann war es endlich soweit. Die Weltmeisterschaft. Mit 0 Punkten und einer Zeit von 58 liegt Shiba Inu Nesta von Erik in Führung. Wir dürfen nicht einen Fehler machen und müssen unter 58 Sekunden landen. Und nun zu unserem letzten Teilnehmer. Begrüßen wir den Schnauzer Clöff. Der Name des Trainers lautet Diddy. Okay, let's go. Über die 1 mit dir. Über die 2 mit dir. Als nächstes, das haben wir geübt. Das haben wir geübt, mein Sohn. Nein, Clöff. Oh mein Gott. Und jetzt ist der Tag endlich gekommen, wo wir der Welt zeigen werden. Ich dachte, das wäre falsch. Wo wir der Welt zeigen werden, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Los, Clöff, weiter. Und zack. Und über die 6. Bis jetzt ausgezeichnet. Nicht ein Fehler, nicht ein Patzer. Wisst ihr noch, wie er früher Angst hatte, als er auf dieser Brücke war? Jetzt tut er furchtlos darüber laufen. Okay, Clöff, das haben wir geübt. Komm schon, rein da, rein da. Ja, Baby, genau so, wie wir es geübt haben. Let's go. Ein vorletzter Sprung. Komm, ja, letzter, Baby. Let's go. Und der heutige Sieger mit Abzügen von 0 Punkten und einer Zeit von 41 Sekunden ist Clöff. Let's go. Für diesen Sieg hält Clöff den Goldpokal und 1000 Euro Preisgeld. Ja, Mann. Nur noch 3000 Euro bis zur Tatami-Wrestling-Style-Wohnung. Du bist vom Wettbewerb zurückgekehrt. Wir haben es geschafft. Und ja, das ist die Geschichte, wie Clöff der beste Hund der Welt wurde. In Parkour zumindest. Wir reden nicht über das Wettbewerb und so. Jetzt gerade heißt es Abschied nehmen, aber so ein Abschied muss ja nicht für immer sein. Bye, bye. Von heute gehen an mir vorbei und sie haben alle einen Rucksack dabei.